Das Leuchten ist sanft. Nicht das Schmettern und Krachen, das du dich gewöhnt hast. Es ruft deine Seele und deine Seele sehnt sich nach ihm. Deine Seele entflieht deinem Körper und folgt dem Glockenklang ins Jenseits. Er führt dich am Ende in das Reich Berats zu den kalten Plattformen und dem Raum der unendlichen Türen. Watcher, your journey nears its conclusion. The pallid knight stands before you, her gaunt face impassive. Wächter, deine Reise nähert sich ihrem Ende. Die bleiche Ritterin steht vor dir, ihr eingefallenes Gesicht teilnahmslos. Endlich, ich bin fast von all dem hier frei. Was wird hiernach geschehen? Berat, ich habe Angst. Mach hin, ich habe eine Verabredung mit einer lebenden Statue und ich will mich nicht verspäten. Sag nichts. Was wird hiernach geschehen? Das wird auf den Willen von Kith, whose desires are ever in flux. Das kommt auf den Willen der Gestandenen an, deren Beharrlichkeit sich in ständigem Fluss befinden, sagt die bleiche Ritterin. Soon you will confront Aethys for what will likely be the final time. And you will do so as the herald of Barath, the only creature on the face of Aeora, to whom he will listen. Schon bald wirst du Aethys zum wahrscheinlich letzten Mal gegenüberstehen. Du wirst dies als der Herold von Berath tun, dem einzigen Geschöpf auf Aeora, auf welches er hören wird. Denke daran. The pallid knight inclines her head to you, black hair hanging lank in her face. She steps back and cedes the floor to Helia with a small, resigned sigh. Die bleiche Ritterin neigt ihren Kopf in deine Richtung. Schwarzes Haar hängt in ihrem Gesicht. Sie tritt zurück und überlässt mit einem kleinen resignierten Seufzen Hyela die Bühne. If Aethys truly intends to go through with his mad plan to destroy the wheel, a generation's worth of souls will be trapped in the in-between. So many would suffer. How can Aethys be so cruel? He cannot just abandon them. Aethys must help the Kith find a quick solution. Falls Aeotas seinen verrückten Plan, das Rad zu zerstören, tatsächlich durchzieht, dann würde eine ganze Generation Seelen im Zwischenreich gefangen sein. So viele würden leiden. Wie kann Aeotas nur so grausam sein? Er kann sich doch nicht einfach im Stich lassen, sagt Hyela. Aeotas muss den Gestandenen helfen und eine schnelle Lösung finden. Abaddon strides forward. Aeotas thrust this crisis on the Kith. They did not bring it upon themselves. Their only mistake was entrusting us to watch over them. Who will help them rebuild their world now? Ach, mit Abaddon hatten wir noch nicht so oft die Ehre. Eigentlich gar nicht. Abaddon tritt vor. Aeotas hat den Gestandenen diese Krise eingebrockt. Sie trifft keine Schuld. Ihr einziger Fehler war es, darauf zu vertrauen, dass wir sie beschützen würden. Wer wird ihnen jetzt dabei helfen, die Welt wieder aufzubauen? Ihr seid immer noch da. Und wenn ich das Rad erhalten lasse, dann seid ihr auch immer noch da. Also macht was. Aethys will reveal every secret of the gods. Will Kith be able to change the established order if they have no wonder to inspire them? Aethys must help them resolve this quickly, lest every one of Aeora's few remaining mysteries be laid plain. Aethys wird jedes einzelne Geheimnis der Götter verraten. Werden die Gestandenen in der Lage sein, die bewährte Ordnung zu ändern, wenn es keine Wunder mehr gibt, die sie inspirieren können? Aeotas muss ihnen dabei helfen, dies rasch zu lösen, damit nicht auch das letzte Mysterium Aeoras bloßgestellt wird. Es ist Aeotas Pflicht, uns beim Wiederaufbau dessen, was er schon bald zerstören wird, zu helfen. Sollte Aeotas diese Entscheidung allein den Gestandenen überlassen, uns ist nicht mehr zu helfen, wir müssen geführt werden. Sagt nichts. Sollte Aeotas diese Entscheidung allein den Gestandenen überlassen... fragen wir mal. You have misgivings. Good. You should be wary of any help Aethys might offer you. Oh Gott, wohl Dicker und Skane gleichzeitig. Du hast Bedenken, gut, du solltest die Hilfe, die dir Aeotas anbieten mag, misstrauisch gegenüberstehen. With the wheel destroyed, Kith will tear themselves apart. It is the gods' duty to prevent that happening, lest they doom us all. And as Kith must be ruled, so too must the gods. I say that if Aethys is so eager to throw down the mantle of power and step aside, I shall take my rightful place as Queen of the Gods again. Wenn das Rad zerstört ist, werden sich die Gestalten gegenseitig zerfleischen. Es ist die Pflicht der Götter, dies zu verhindern, sonst sind wir alle dem Untergang geweiht.
Und so wie Gestandene regiert werden müssen, müssen es auch die Götter. Wenn Urtas so darauf bedacht ist, den Umhang der Macht abzustreifen und abzutreten, dann werde ich meinen rechtmäßigen Platz als Königin der Götter wieder einnehmen. Nein, lassen wir nicht zu. Kith are strongest when they follow our lead. And we are strongest when we lead in turn. United in purpose with the gods, Kith can accomplish things that without us they could never have even begun. They must be shown their boundaries to surpass them. Die Gestandenen sind am stärksten, wenn sie uns folgen, und wir sind umgekehrt am stärksten, wenn wir sie führen. Wenn sie mit den Göttern gemeinsam hinter einer Sache stehen, können die Gestandenen Dinge zustande bringen, die sie ohne uns nicht einmal hätten anfangen können. Man muss ihnen ihre Grenzen aufzeigen, damit sie sie überwinden. Kith will not solve Aethys' puzzle on their own. And without an established order to fight against, the bonds that bind them dissolve, and they fight amongst themselves. Die Gestandenen werden Eotas Puzzle nicht alleine lösen, und ohne feste Ordnung, die sie bekämpfen könnten, werden ihre Bündnisse zerbrechen und sie sich gegenseitig bekämpfen, sagt Skaedo und schaut wohl Dicker lange an. Wir haben bewiesen, wie schlecht wir uns selbst verhalten können. Vielleicht hast du recht. Woher Dicker möchte nicht, dass sie dieses Problem lösen. Sie will Königin sein über euch alle und über euch alle herrschen. Wie könnten wir dir vertrauen, uns nach... all dem hier zu führen? Nein, wir müssen damit zu unseren Lebenszeiten und in unserer Gangart zurechtkommen. Nehmen wir die zwei. Mordecai's firm hand is but the motherly smothering of Helia by another name. Mortals should have no special advantages. Only once Kith have striven to improve themselves through trial will they truly know their measure. Kith must suffer to find their strength if they are to survive the world into which Aethas drags them. Boedikas harte Hand ist nichts als die mütterliche Unterdrückung einer Hyäla in einem anderen Gewande. Sterbliche sollten keine speziellen Vorteile genießen. Erst wenn die Gestandenen sich unter Strapaz darum bemüht haben, sich selbst zu verbessern, werden sie ihr Maß wahrlich kennen, sagt Galloway. Die Gestandenen müssen leiden, um die Stärke zu finden, die sie für die Welt, in die sie Eotas reißen wird, benötigen. Our intervention in your struggle would be a cruelty. And counter to our purpose. He lets his words hang in the air for a moment. Gaze level with your own. Unser Eingreifen in deinen Kampf wäre eine Grausamkeit und unserem Interesse zuwiderlaufen, sagt Galloway. Er lässt seine Worte einen Moment lang im Raum stehen und blickt ihn dabei direkt in die Augen. Indeed. Kith must discover for themselves what it is they are worth and of what it is they are capable. What we do for them, they do not learn for themselves. Trial breeds ingenuity. If our work of generations was not in vain, Kith will succeed in spite of Aethys's actions. In der Tat, die Gestandenen müssen selbst herausfinden, was sie wert sind und zu was sie imstande sind. Was wir für sie tun, lernen sie nicht selbst, sagt Markran. Herausforderungen bringen allenfalls Reichtum hervor. Wenn unsere Generation lange Arbeit nicht vergebens war, werden die Gestandenen trotz Eotas Tun erfolgreich sein. I have faith in Kith's ability to meet Aethys's challenge. Do not mistake my words for indifference, Watcher. They are born from a fierce belief in your potential, not a refutation of it. Ich habe Vertrauen, dass die Gestandenen Eotas Herausforderung meistern können. Wähle meine Worte nicht als Gleichgültigkeit, Wächter. Sie sind aus dem festen Glauben an dein Potenzial geboren, nicht aus dessen Ablehnung. Eotas täte dies nicht, wenn er euch nicht zustimmte. Vielleicht sind wir doch nicht verdammt. Ich danke dir dafür. Voldika hat mir Pessimismus ins Ohr geträufelt wie Gift. Einer von euch hat versucht, mich davon zu überzeugen, dass die Sterblichen zum Scheitern verurteilt sind. Aber ich glaube das nicht. Ihr würdet uns im Stich lassen, einfach so, wenn wir eure am meisten bedürfen. Hört mir auf, unsere Führer können nicht einmal dann zusammenarbeiten, wenn die Zerstörung des Rades durch Eotas uns alle bedroht. Sage nichts. Nehmen wir mal die drei. And yet you come to Ukaizo with only the Principi at your back. All that Kith stand to lose. And even then your leaders could not join hands, squabbling instead over prestige and resources. You believe that will change when my final death comes calling? You are a greater fool than I thought.
Doch konntest du lediglich mit der Hilfe der Prinzipi nach Hokkaido gelangen. Bei allem, was die Gestandenen verlieren könnten, konnten eure Führer sich nicht die Hand reichen und streiten lieber um Prestige und Ressourcen, sagt Rümergrad. Glaubst du wirklich, dass sich das ändern würde, wenn mein endgültiger Tod an die Tür klopft? Du bist ein größerer da, als ich dachte. Margren is blinded by her affection for mortals. She does not see that entropy is the destiny of all things. If Eothas were wise, he would destroy everything. End life. End reincarnation. End death. Margren ist von ihrer Liebe zu den Sterblichen geblendet. Sie erkennt nicht, dass das Entropie das Schicksal aller Dinge ist. Wenn Eothas weise wäre, würde er allem ein Ende setzen, dem Leben, der Reinkarnation, dem Tod. Ja, die Entropie wird uns alle irgendwann holen. Have had their chance. It is time to let silence reign. Die Gestandenen hatten ihre Chance, es ist an der Zeit, Stille herrschen zu lassen. As Rimmergon's words fade, the Pallid Knight returns. She no longer towers over you, a giant even among the gods, but meets you at your height. She lets the arms crossed over her chest fall to her sides. She speaks to you openly, plainly, an expression almost like tenderness, turning up the corners of her lips. Während Rübergrads Worte verheilen, kehrt die bleiche Ritterin zurück. Sie überragt dich nicht mehr, keine Riesin unter den Göttern mehr, sondern tritt ihr auf Augenhöhe entgegen. Sie lässt ihre Arme, die über ihrer Brust verschränkt waren, zur Seite fallen. Sie spricht offen und direkt, ein Ausdruck der Sanftheit edelt und spielt ihre Mundwinkel. Well, Watcher, you know where we stand. What do you believe? Nun, Wächter, du kennst jetzt unseren Standpunkt. Was glaubst du? Das Rad ist euer Werk. Ihr schuldet es uns, bei der Reparatur zu helfen. Als das geschehen wird, ist die Schuld der Götter. Wir sind ohne euch besser dran. Wahrer Wandel, nachhaltiger Wandel, das erfordert Opfer. Die kommenden Tage werden schwierig, doch wir werden gestärkt aus ihnen hervorgehen. Alles ist gut, wie es ist. Wenn wir Eothas schon nicht daran hindern können, das Rad zu zerstören, dann sollten wir es nur so neu bauen, wie es war. Es ist mir egal. Die Götter taten, was sie konnten. Jetzt übernehmen wir. Ich weiß es nicht. Die Götter das Rad. Ich bin mir in keiner Sache mehr sicher. Sag nichts. Nehmen wir mal die 1. Das klingt so einigermaßen nach einer Forderung, die Hagrim zu Hagrim passen würde. Ganz ehrlich, die 3 wäre dann für einen Paladin wohl die wichtigste Antwort. Richtigste Antwort. Nehmen wir die 1. The Pallid Knight raises one dark eyebrow. I did not conjure the wheel as you know it now from the air. It was built slowly, with great deliberation by Kith. It is as much your wheel as mine. Die Bleicheritterin hebt eine dunkle Augenbraue. Ich habe das Rad, wie du es jetzt kennst, nicht einfach herbeigezaubert. Es wurde langsam und mit reichlicher Überlegung von den Gestandenen erbaut. Es ist genauso dein Rad wie das meine. Now the time has come for us to part, Watcher. Wächter, die Zeit ist nun gekommen, um zu gehen. I laid upon you a difficult duty. You will be free of it in time, but not now. You have work to do yet. Ich habe dir eine schwierige Aufgabe übertragen. In Kürze wirst du von ihr befreit sein, aber noch nicht jetzt. Du hast noch etwas zu erledigen. You are no stranger to hard choices. You killed Theos, and when his soul was laid bare before you, you chose to return it to the wheel. You made his memory his penance. Dir sind schwere Entscheidungen nicht fremd. Du hast Taos getötet und als seine Seele brach vor dir lag, hast du dich entschlossen, sich zum Rat zurückzubringen. Du machtest seine Erinnerung zu seiner Buße. Remember the strength it took to make that choice. And know that you alone may sway Aethys now. When you stand before him, choose your words carefully. Erinnere dich an die Stärke, die es bedurft, um diese Entscheidung zu treffen. Wisse, dass du allein Eothas umstimmen kannst. Wenn du ihm gegenüberstehst, wähle deine Worte mit Bedacht. She claps her gauntleted hands together, and a sound like thunder rumbles through the room. As the floor crumbles and falls away beneath you, you hear the sound of a single bell ringing, and beneath it, the faintest whisper.
Sie klatscht ihre Panzerhandschuhe zusammen. Ein donnerartiges Geräusch rumpelt durch den Raum. Während sich der Boden unter deinen Füßen auflöst und du fällst, hörst du einen einzelnen Glockenschlag und mit ihm ein kaum wahrnehmbares Flüstern.